Bah, hieraus haben wir getrunken. Seid klüger als ich, nehmt direkt die richtige. Wir trinken das Wasser aus unserem Wassertank schon immer und das ist natürlich wichtig, dass das Wasser sauber und keimfrei ist. Wenn man sich die Wasserentnahmestellen aber so anschaut, die man sowohl in Europa als auch darüber hinaus so findet, dann ist es ja doch relativ häufig fraglich, was für eine Qualität das Wasser hat, was da so aus den Leitungen kommt. Auf unserer großen Tour durch Asien haben wir unser Wasser immer noch chemisch behandelt mit so einem Chlorpulver zur Wasserdesinfektion. Und ja, das hat auch im weitesten Sinne funktioniert. Zumindest sind wir nie wirklich krank geworden. Aber es ist ja nicht nur ein chemischer Zusatz, den man dann jedes Mal mittrinkt und den man tatsächlich auch schmeckt. Es ist vor allem auch gar kein vollumfänglicher Schutz. Denn so Sachen wie Schwermetalle, Schwebestoffe, Pestizide, die sich im Wasser befinden, werden dadurch überhaupt gar nicht rausgefiltert. Das hat letztlich auch dazu geführt, dass wir in zwei Ländern, in Indien und in Thailand, nur bereits aufbereitetes Wasser genommen haben, weil wir uns nicht getraut haben, das Wasser aus den Leitungen zu trinken, auch nicht mit der chemischen Aufbereitung. Da herrscht also noch Handlungsbedarf bei uns und als Lösung haben wir uns jetzt nicht nur ein Filterset installiert, sondern auch eine eigene UVC-LED-Wasserdesinfektionseinheit. Das Ganze im ganz kleinen Format, damit es kaum Platz wegnimmt. Wenn ihr wissen wollt, was es mit dieser kleinen, innovativen Lösung auf sich hat und ob ich es geschafft habe, das System selbst im Camper zu installieren, ohne ihn unter Wasser zu setzen, dann bleibt dran. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Dirk von Let's Get Otter hier. Unser nächstes Reiseziel ist Spanien und ja, gerade die südeuropäischen Länder sind ja leider ein bisschen bekannt dafür, nicht über die allerbeste Trinkwasserqualität zu verfügen. Sei es aufgrund maroder Leitungen, sei es aufgrund geringerer Standards bei der Wasseraufbereitung oder einfach aufgrund der warmen Temperaturen, weil da die Bakterien in den Leitungen ja so richtig prächtig gedeihen können. Für uns war jetzt also endgültig der Moment gekommen, uns um eine sinnvolle und langfristige Lösung für die Wasseraufbereitung im Van zu kümmern. Und entschieden haben wir uns für eine Lösung von WM Aquatec. Die haben ein ganz cooles System, was sowohl aus Filtereinheiten als auch aus einer Wasserdesinfektionseinheit besteht. Damit ist man also absolut auf der sicheren Seite. Das Ganze im ganz kleinen Format, sodass es in die Wartungsöffnung unseres Wassertanks reingepasst hat. Installiert habe ich das schon kurz nach dem Jahreswechsel. Seitdem haben wir es fleißig getestet und unsere Erfahrungen berichten wir in diesem Video, genauso wie den detaillierten Einbau, den zeigen wir euch auch. Schauen wir uns die einzelnen Bestandteile jetzt mal im Detail an. Dafür nehmen wir ein Schaubild zur Hilfe, weil ja die Sachen sind bei uns ja schon verbaut und sowieso kann man einen Wassertank und Wasserleitung relativ schlecht filmen. Hier ist also unser schematisches Wassersystem. Im Zentrum steht der Frischwassertank, der von außen befüllt wird. Durch eine Pumpe, in unserem Fall eine Tauchpumpe, aber es könnte auch eine Druckpumpe sein, wird das Wasser ins System geleitet und teilt sich direkt in zwei Kreisläufe. Einer führt in den Boiler, in dem das Wasser aufgeheizt wird, und der andere, die Kaltwasserleitung, führt direkt zu allen Verbrauchern, wie zum Beispiel dem Wasserhahn in der Küche, dem Wasserhahn im Bad, zur Dusche und theoretisch auch zur Toilette, wobei die bei uns abgeklemmt ist, weil wir ja eine Trockentrenntoilette verbaut haben. Hier sind jetzt noch keine Filter oder irgendwas eingebaut. Das ändern wir jetzt an zwei Stellen. Die dritte, das Kombifilter-Element, ist genauso wie der Befüllfilter ganz am Anfang optional. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was, aber jetzt schauen wir uns die einzelnen Elemente erstmal genau an. Fangen wir ganz vorne an und folgen dann dem Fluss des Wassers im System. Die erste Ergänzung für uns ist ein mobiler Befüllfilter. Der sorgt ganz einfach dafür, dass schon beim Befüllen des Frischwassertanks kein grobkörniger Schmutz, kein Sand, kein Rost, keine Trübstoffe, keine Schwebstoffe mit in den Tank gelangen. Wir zeigen euch jetzt mal eben unseren Wassertank, wie er aussah nach ein paar Wochen in Griechenland. Da sieht man ganz deutlich den Sand, der mit der Zeit in den Tank gespült wurde und auch, was auch immer da oben drauf schwimmt. Das und all die anderen Sachen werden jetzt durch das Filterelement im Inneren des Befüllfilters aufgehalten und gelangen so gar nicht erst
an Bord. Es gibt diesen Filter in drei Filterfeinheiten, in 1, 5 und 20 μ oder Mikrometer. Wir haben uns für den feinsten entschieden, um eben einfach schon möglichst viel im Vorfeld rauszufiltern. Und trotzdem ist die Durchflussmenge für uns noch absolut fein. Ich kann gar nicht genau sagen, wie hoch die Durchflussmenge jetzt ist. Angegeben ist sie mit 15 Litern pro Minute. Wie gesagt, wir haben das nicht überprüft. Wir haben ganz einfach festgestellt, dass auch mit dazwischen geschaltetem Filter immer noch nahezu genauso viel Wasser aus dem Schlauch kommt wie vorher. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Da waren wir ein bisschen skeptisch vorher, weil wir kennen ein paar Leute, die andere Filtersysteme haben und die stehen dann teilweise richtig lange da, bis ihr Tank voll ist. Darauf hatten wir überhaupt gar keine Lust. Aber wie gesagt, ist überhaupt kein Problem, solange ein bisschen Druck auf der Leitung drauf ist. Das muss schon sein, wenn man da jetzt irgendwie eine Quelle hat, wo man irgendwie mit der Handpumpe irgendwie was machen muss, dann ja, dann würde es nicht gehen. Aber da wird es auch mit den Anschlüssen dann alleine schon schwierig werden. So ist überhaupt kein Problem. Apropos Anschlüsse, wir haben uns hier noch diese Gardena-Anschlüsse besorgt, damit wir links und rechts jeweils einen Schlauch anschließen können. Dazu noch diesen Adapter, den man auf den Einfüllstutzen stecken kann. An dem sind dann auch wiederum Gardena-Anschlüsse, um Schlauch anzuschließen. Das funktioniert jetzt super. Vom Tank aus wird das Wasser dann ja ins gesamte System gepumpt und genau an dieser Stelle am Hauptabgang direkt hinter der Tauchpumpe haben wir den Aktivkohlefilter und die UVC-LED-Wasserdesinfektionseinheit installiert. Die Position macht ganz einfach Sinn, denn so kann man sicherstellen, dass das gesamte Wasser gefiltert und desinfiziert wird. Man könnte das System auch in der Küchenzeile installieren, wenn man sagt, das ist eh die einzige Stelle, wo ich Trinkwasser brauche. Ja, das geht, aber empfohlen wird's direkt hinter der Pumpe. Aus zwei Gründen. Einerseits, damit man überall sauberes Wasser hat, eben auch im Bad, auch in der Dusche, wo man ja zum Beispiel beim Duschen die Dämpfe einatmet. Andererseits, damit die Bakterien und Viren erst gar nicht in all die Leitungen gelangen können, in denen sie sich dann mit der Zeit vermehren können. Der Aktivkohlefilter hält Schadstoffe und Geschmacksstoffe zurück, auch so Sachen wie Pestizide, Schwermetalle und Chlor. Und er schützt die nachgeschaltete UVC-LED-Wasserdesinfektionseinheit vor etwaigen Schmutzstoffen oder Schwebeteilchen, die sich noch im Wasser befinden können. Die Filtereinheit muss man dann gelegentlich mal wechseln. Als Wechselintervall gibt WM Aquatec 6 bis 12 Monate oder 17.500 Liter Wasser an, was da durchläuft. Das hängt am Ende des Tages natürlich auch davon ab, wie sauber oder dreckig das Wasser ist, was ihr tankt. Aber ja, wenn man den dann mal eben austauschen muss, dann kostet er auch nicht die Welt, knapp über 10 Euro. Das ist dann auch fein. Vom Aktivkohlefilter läuft das Wasser dann direkt weiter in die UVC-LED-Wasserdesinfektionseinheit. Dieses Video wird bestimmt super lang, allein schon, weil das Ding eben UVC-LED-Wasserdesinfektionseinheit heißt. Aber was macht dieses ominöse Gerät denn jetzt überhaupt? Es bestrahlt das durchfließende Wasser mit kurzwelligem UVC-LED-Licht und tötet dadurch die Viren und Bakterien ab. WM Aquatec gibt eine Entkeimungsleistung von 99,999% an und das eben komplett ohne den Einsatz von Chemie. Das eben möglich durch die innovative LED-Technik. Es gab wohl auch schon früher Wasserdesinfektion durch UV-Bestrahlung, aber ja, da waren das irgendwelche alten Lampen, quecksilberhaltig, die natürlich alles andere als gut für die Umwelt waren. Jetzt geht es sehr viel einfacher, sehr viel schneller, nämlich eben zeitgleich in dem Moment, wo man das Wasser aus dem Hahn entnimmt, mit einem vernachlässigbaren Stromverbrauch und komplett wartungsfrei. Denn man kann das Teil 5000 Stunden lang betreiben, ohne dass man irgendeine Lampe oder irgendwas wechseln müsste. Wenn man jeden Tag für eine Stunde das Wasser laufen lässt, sind das über 13 Jahre. Da braucht man sich also überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Die Einheit ist super klein und handlich, kann deswegen wahrscheinlich wirklich in jedem Mobil irgendwo eingebaut werden. Sie ist kompatibel sowohl mit Tauchpumpen als auch mit Druckpumpen. Ja, wir haben eine relativ alte Tauchpumpe mit nur 1,4 Bar und ja, die Durchflussmenge, die bei uns am Hahn rauskommt, ist vollkommen fein. Angegeben ist sie mit bis zu 8 Liter. Das erreichen wir nicht. Wir kommen auf ungefähr 4 Liter, haben wir versucht nachzumessen. Also man merkt definitiv einen Unterschied, aber der ist für uns immer noch vollkommen
fein. Auch da waren wir so ein bisschen sorgenvoll vorher, haben schon überlegt, müssen wir eine Tauchpumpe nachrüsten, eine stärkere, was auch super einfach geht. Ja, aber ehrlicherweise, das brauchen wir nicht machen, weil das ist für uns nach wie vor komplett fein und sowohl in der Küche als auch beim Duschen, gerade beim Duschen, da merken wir keinen Unterschied. Ja, damit sind wir jetzt also bestens geschützt, haben überall sauberes Trinkwasser und können auf die Chemie verzichten. Wer ganz besonders hohe Anforderungen an die Wasserqualität hat oder wer Oberflächenwasser tanken möchte, für den gibt es dann optional noch ein weiteres Filterelement, was man einbauen kann, dann sinnvollerweise direkt an der Wasserentnahme, also im Zweifel unter der Küchenarmatur. Das Filterelement hat dann eine Filterfeinheit von 0,1 μ. Da geht halt also wirklich gefühlt gar nichts mehr durch und damit hat man eine Entkeimungsleistung von 99,9999%. Diese eine Nachkommastelle mehr war für uns nicht relevant. Wir haben das weggelassen. Aber dazu noch mal ein Hinweis: Wer Oberflächenwasser tanken will, also aus Seen, aus Flüssen und Co., der muss sowieso noch ein paar andere Sachen machen. Wir haben uns damit mal beschäftigt, weil wir selber schon Wasser aus Flüssen getankt haben. Aber da sagen die Experten aber dann, da sollte man mit zusätzlichen Mitteln und auch mit zusätzlichen Filtern nachhelfen. Auch dafür hat WM Aquatec ganz viele Lösungen, allen voran das Dreier-Filter-Rack, optional mit einer zusätzlichen Pumpe. Wenn euch das interessiert, schaut bei WM Aquatec auf die Webseite, aber das betrifft wahrscheinlich nur die Expeditionsmobilbesitzer unter uns. Zu guter Letzt ein Silber-Ionen-Pad. Das hatten wir schon früher immer dabei. Das dient zur Wasserkonservierung. Es hält das Wasser im Tank also länger frisch und mindert gleichzeitig Keimwachstum und die Bildung von Biofilm. Das gibt es in unterschiedlichen Größen und gibt die Silber-Ionen automatisch ans Wasser ab. Man kann es auch nicht überdosieren, weil das Wasser das eben nur bis zu einer gewissen Sättigungsgrenze hin aufnimmt. Einmal im Jahr auswechseln, im Zweifel dann, wenn man eh seine jährliche Tankreinigung macht und gut ist. Und Tankreinigung ist ein gutes Stichwort, denn die gehört einfach dazu. Wir haben früher immer einfach alle paar Monate mit ein bisschen Zitronensäurelösung den Tank und die Leitung durchgespült. Aber wenn man sich das Stück Schlauch anschaut, das ich bei der Montage rausgeschnitten habe, dann spricht das, glaube ich, Bände. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, das einmal richtig zu machen. Dafür haben wir uns das Hygienetrio von WM Aquatec besorgt. Da ist ein Desinfektionsmittel drin, das den Tank und die Leitung desinfiziert, vorhandene Bakterien, den Biofilm entfernt. Da ist ein Entkalker drin, der die Armaturen, die Leitungen und den Boiler entkalkt. Und da ist ein Silbernetz drin, das danach eben in den Tank kommt. Die Anwendung könnte nicht einfacher sein, einfach anmischen, rein in den Tank, einmal alle Leitungen öffnen, schließen, einwirken lassen, nachspülen, fertig. Wie effektiv das Ganze funktioniert, können wir ehrlicherweise nicht sagen. Wir sind kein Prüflabor, aber nochmal, wenn man sich den Schlauch von vorher anschaut, dann kann es nur besser werden. So, jetzt aber genug geschnackt. Jetzt gehen wir zusammen auf eine kleine Zeitreise hin zu einem kalten Wintertag Anfang Januar, an dem ich das System eingebaut habe. Das habe ich mitgefilmt. Film ab. Hallo aus der Vergangenheit. Wir haben heute einen sonnigen, aber trotzdem sehr, sehr kalten Morgen Anfang Januar und heute werde ich dieses Teil einbauen, den Wasserfilter und die UVC-LED Wasserdesinfektionseinheit von WM Aquatec. Das soll beides in unseren Camper und zwar hier rein, hier hinter diese Wartungsklappe. Da sitzt unser Wassertank, da sitzt vor allem der Hauptabgang von unserem Wassertank. Da soll das rein. Na, das wird knapp, wenn man das so als Gesamtmodul sieht, aber ich habe schon geschaut, wenn man das von den Halterungen löst und beides einzeln reinpackt, dann müsste das passen von den Maßen. Um mir das Leben trotzdem ein bisschen einfacher zu machen und nicht alles hier durch diese kleine Wartungsklappe fummeln zu müssen, werde ich jetzt als erstes mal versuchen, hier oben den Deckel abzumachen, einfach um ein bisschen mehr Platz zu haben zum Werkeln und dann schauen wir mal, wie einfach oder schwer das wird, das Teil einzubauen und anzuschließen und auf das mir zumindest so ein kleines bisschen warm wird an diesem kalten Morgen. Man kann den Atem sehen, immer kein gutes Zeichen. So ein Winkelbohrsatz ist wirklich Gold wert für solche Arbeiten.
ich habe beides mal hier reingestellt, aber man sieht, die Halterung, die ist zu hoch, das würde so nicht reinpassen. Deswegen werde ich jetzt beides von der Halterung lösen und sowohl den Filter als auch die UVC-Einheit einfach einzeln an die Rückwand schrauben. Und dann ging es an den spannendsten Teil, den Schlauch, den Hauptabgang vom Frischwassertank durchzuschneiden, um die Filter- bzw. die UVC-Einheit dazwischen zu schalten. Ich habe den Schlauch an beiden Seiten dann noch ein bisschen verlängert, um entspannt um die Ecken und zu den jeweiligen Anschlüssen zu kommen. Guckt euch das Innere dieses Schlauchs an. Das habe ich gerade von unserem Tank abgezogen. Bah! Hieraus haben wir getrunken. Wenn das nicht verdeutlicht, dass man sein Wasser filtern und entkeimen sollte und sein Wassersystem vernünftig reinigen sollte, dann weiß ich auch nicht. Wahnsinn, wie dreckig das ist. So, beide Geräte hängen. Jetzt geht es darum, die Schläuche entsprechend anzuschließen, also Wasserein- und Wasserausgang. Nehmt nicht die falsche Schlauchtülle, nehmt die richtige Schlauchtülle. Ich habe gerade mit viel Kraft versucht, diese Schlauchtülle als Verbindungsstück in den Schlauch zu zwängen. Erfolglos und habe irgendwann aufgegeben und dann nochmal nachgeguckt. Und ja, siehe da, die richtige, etwas kleinere Schlauchtülle liegt natürlich auch mit dabei für, ich glaube, einen 10 mm Innendurchmesserschlauch und ja, der sollte jetzt sehr viel einfacher reingehen als der. Aber deswegen gibt es ja solche Videos, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Okay, das ist sehr viel einfacher. Zu guter Letzt dann noch der Stromanschluss. Der kann ja manchmal etwas abschreckend sein, ist hier aber wirklich denkbar einfach. Man muss sich nur eine 12 Volt Plus- und Minusleitung in der Nähe suchen und die UVC-LED-Einheit dort mit den mitgelieferten Stromlieben anschließen. Bei unserem Knaus war in der Wartungsklappe durch Zufall eine Verteilerdose, die ich nutzen konnte. Einfach die Stromliebe anstecken, die Kabel der UVC-Einheit rein, zudrücken, fertig. Die Leitung mit der Aufschrift Pumpe kommt an die Signalleitung der Pumpe. Von wem Aquatec selbst, gibt es dabei Bedarf eine Videoanleitung, die wir euch unten verlinken. Da habe ich schon was piepen hören.
läuft richtig gut, das auf Anhieb. Und ich habe auch gerade schon geguckt, es scheint nirgendwo Wasser auszutreten, also es scheint alles dicht zu sein. Richtig, richtig gut. Es ist wirklich Plug and Play, das ist wirklich nicht schwierig. Es hat mich nicht zum Schwitzen bringen können an diesem kalten Tag. Ich meine, mit all den Anleitungen und Hilfsmitteln, die einem WM Aquatec mitliefert, also die Betriebsanleitung ist ganz gut und dann gibt es ja auch Videos, wie man das Ding zu installieren hat. Cool, kann man echt nur empfehlen. Sehr, sehr cool. Endlich gefiltertes und desinfiziertes Trinkwasser. Beide Daumen hoch. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen und alles wieder zusammenbauen, aber das braucht ihr euch nicht angucken. Ich gebe zurück an Dirk aus der Zukunft. Ja, vielen Dank an Dirk aus der Vergangenheit. Ihr habt es gesehen, das ist wirklich gar nicht so schwer. Klar, man muss es halt einmal gemacht haben, aber dafür hat man dann danach auch seine Ruhe und kann komplett mit gutem Gewissen jederzeit das Wasser aus seinem Tank trinken. Je mehr ich drüber nachdenke, desto erstaunlicher finde ich es eigentlich, dass wir das Wasser bisher einfach immer so getrunken haben, beziehungsweise eben nur mit diesem Chlorpulver behandelt haben, weil, ja, ich meine, da ist Zeug drin, was man nicht sehen kann. Das kann relativ schnell relativ widerlich werden. Ich meine, klar, in Nordeuropa ist es wahrscheinlich fein. Da ist die Trinkwasserqualität in aller Regel relativ gut. Da ist die Infrastruktur in aller Regel relativ gut. Aber wie gesagt, man kann die Qualität des Wassers ja kaum sehen. Und spätestens, wenn man eben nach Südeuropa fährt oder auch darüber hinaus, da, ja, man lernt nie aus. In diesem Sinne, ich hoffe, wir haben euch ein informatives Video mit ein paar Anregungen mit auf den Weg geben können. Wenn ihr jetzt sagt, das System, das wollen wir auch, dann schaut mal bei WM Aquatec vorbei, auf deren Webseite, in deren Online-Shop. Beides verlinken wir euch unten. Aber nicht nur das, manchmal lohnt sich Nachfragen und tatsächlich hat uns WM Aquatec noch ganz kurzfristig einen exklusiven Rabattcode zur Verfügung gestellt. Mit dem Code OTTERWM22, den ihr ganz einfach im Onlineshop von WM Aquatec eingeben könnt, bekommt ihr jetzt 5% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Das ist doch was! Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt, bleibt gesund, lasst euch nicht von Bakterien oder Viren aus der Bahn werfen, weder aus der Luft noch aus dem Wasser. Genießt weiterhin eure Reisen und Urlaube mit dem Reisemobil. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, schaut mal bei uns auf dem Kanal vorbei. Da gibt es inzwischen fast 100 Videos, sowohl zu Equipment als auch zu Reisedestinationen. Abonniert unseren Kanal gerne, wenn ihr mögt und wenn ihr findet, dass wir ein gutes, informatives Video abgeliefert haben, dann klickt auch gerne auf den Daumen hoch unter diesem Video. Das mag der YouTube-Algorithmus und das hilft wiederum uns. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn irgendwas unklar geblieben ist, wenn ihr Anmerkungen habt, auch dann schreibt uns gerne unten in den Kommentaren. Wir versuchen darauf einzugehen, euch alle Fragen zu beantworten und wir freuen uns sehr über den Austausch. Und damit jetzt endgültig. Tschüss und bis zum nächsten Mal.